In dem Garten hinterm Zaun. Wer steht da unterm Baum? Und ist da meistens ganz schön grummelig. Das bist nicht du und das bin nicht ich. Das ist Gunther, der Gartenzwerg Gunther. Das gibt es ja wohl gar nicht. Der erste Schnee. Das wird ein guter Tag heute, glaube ich. Gunther war heute gar nicht grummelig. Nein, im Gegenteil, er war heute ganz ruhig. Er stand unter seinem Baum, blickte in seinen Garten und alles war ganz ruhig. Und Gunther auch. Mittlerweile war es kalt geworden in dem kleinen Städtchen, in dem der Garten lag, in dem Gunther stand. Der Herbst war vorbei und es würde nun Winter werden. Der Himmel war ganz weiß und es wehte nur ein leichtes, kaltes Lüftchen. Aber frieren musste Gunther nicht, denn er hatte einen ganz langen Bart, so lang, dass er ihn um sich herumwickeln konnte, wie einen dicken Schal. Und so stand Gunther da und war sogar ein bisschen gut gelaunt. Jetzt fing er auch noch an zu summen. Sehr ungewöhnlich für Gunther. Das fand Schulz die Schildkröte auch. Und so fragte er ihn, Gunther, ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Antwortete Gunther und blickte in den Himmel. Ich warte nur, sagte er und beachtete Schulz nicht weiter. Das kam der weisen, alten Schildkröte, die nun wirklich schon viel erlebt hatte, sehr komisch vor. Merkwürdig. Da kam Manni, der Maulwurf, angelaufen. Na, alles klar bei euch? Schon, antwortete Schulz. Aber Gunther ist heute gar nicht grummelig. Hä, wie bitte? Wunderte sich Manni. Chef? Ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Ich warte nur. Schulz und Manni schauten sich ganz verdutzt an und wussten nicht, was los war. Da kamen auch die anderen Tiere angelaufen, Zora, die Zwergmaus, die Eichhörnchenkinder Eddie und Erna und auch die Mandschukics, die Meisenfamilie vom Kirschbaum, Stenzel, der Specht und die Amseln Anton und Amelie. Alle standen um Gunther herum und fragten sich, was mit ihm los war. Aber Gunther sagte es ihnen nicht. Gunther sagte nur, abwarten, einfach mal abwarten, es dauert nicht mehr lange. Aber die Tiere wurden ganz nervös. Sie wollten nicht abwarten, sie wussten ja auch gar nicht, auf was sie warten sollten. Und da wurden sie langsam alle ein bisschen grummelig. Gunther, beschwerte sich Schulz, wenn du uns nicht langsam mal sagst, worauf wir warten. Halt, unterbrach ihn Gunther. Schaut alle in den Himmel. Und Schulz, Manni, Zora, die Eichhörnchen, die Mandschukics und die anderen hoben ihre Köpfe und blickten nach oben. Es geht los, sagte Gunther. Und da fiel ganz langsam eine kleine weiße Schneeflocke vom Himmel. Und dann noch eine. Und noch eine. Es fing an zu schneien.
Ich hab's gewusst, freute sich Gunther. Der erste Schnee. Und alle Tiere waren ganz erstaunt und beobachteten die Schneeflocken, wie sie leise zur Erde rieselten. Woher hatte Gunther das nur gewusst? Schulz, Manni und all die anderen Tiere schauten Gunther an und riefen alle gemeinsam im Chor: Gunther! Das gibt es ja wohl gar nicht!